Hallo ihr Lieben, heute gibt es nochmal ein schnelles Video von mir. Und zwar möchte ich mit euch einen Zuckersirup oder auch Läuterzucker machen. Das brauche ich für Cocktails, weil es kommt dann auch noch der Frühling und der Sommer und da gibt es ab und zu ein paar Cocktails bei mir und da brauche ich diesen Zucker. Man kann ihn auch fertig kaufen, aber ich habe in der Rezeptwelt ein Rezept gefunden, wie man das auch selber machen kann. Probier es aus. Man braucht dazu Wasser und Zucker. Ich nehme jetzt gleich die doppelte Menge, wie angegeben ist. Also immer im Mischverhältnis 1:1. Ich mache jetzt dann 500 Gramm Zucker und 500 Gramm Wasser. Jetzt steht es da mit 300, ich mache jetzt einfach 500. Naja, es wird ganz schön viel. Schauen wir mal. Jawohl, 500 Gramm Zucker. Und 500 Gramm Wasser. In den Mixtopf geben. Na, jetzt habe ich 517 Gramm. Jetzt tue ich noch ein bisschen Zucker noch dazu. So. Genau, das kommt in meinen Mixtopf rein. Und das Ganze 18 Minuten Varoma-Stufe 1 ohne meinen Messbecher garen. Dazu kommt wieder mein Gareinsatz als Spritzschutz drauf. Ich weiß es natürlich nicht, es kann sein, dass es ein bisschen länger als 18 Minuten dauert, weil ich ja mehr drin habe. Also wird so lange gegart, bis der ganze Zucker sich aufgelöst hat und eine sirupartige Masse entstanden ist. Und dann kann man das Ganze einfach in Flaschen füllen und hält sich dann im Kühlschrank oder im Keller. Also ich mache jetzt einfach mal Stufe 1, Varoma. Und ich mache jetzt mal 20 Minuten. Und dann schaue ich in der Zwischenzeit nach, wie es ausschaut. Und ich gebe euch dann zum Schluss Bescheid, wie lange es gedauert hat. Und dann sehen wir uns. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis dann. So. Also, jetzt hat sich mein Zucker gut aufgelöst. Ja, das ist jetzt, sieht man nicht gescheit. Gell? Einfach, schaut aus wie Wasser. Ist aber ein Zuckersirup. Mal schauen. Ja. Ist wirklich wie es hier. Ja, pick süß natürlich. So, ich habe jetzt da ein paar Flaschen vorbereitet. Ich fülle das da einfach rein. Mal schauen, wie viel ich brauche. Also die 20 Minuten haben ausgereicht. Nur zur Info. Okay, und dann kann ich mich morgen meinen lecker Erdbeer-Daiquiri machen. Da brauche ich den nämlich dafür. So, das ist jetzt natürlich super, weil jetzt noch ein bisschen was drin ist. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das an die Flaschen einbringe. Wegen dem bisschen mag ich jetzt keine Flasche mehr anpatzen. Ha. Ist das heute heiß. Ja, hat ja gekocht, ne? So. Es steht da, er hält sich im Kühlschrank sehr lange. Da ich jetzt natürlich nicht so viel Platz in meinem Kühlschrank habe, kommt der in den Keller, da ist es auch sehr kalt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass der da lange hält. So. Heiß in Flaschen. Okay, gut. Ist da noch ein bisschen was drin? Aber das schüttet jetzt weg. Das ist nicht mehr so viel. Und den nächsten mache ich wirklich bloß 300 oder 400 Gramm. So, ja, es klebt recht. Aber so ist halt das Sirup. Ich wollte eigentlich einen Erdbeersirup anders selber machen, aber ich habe jetzt meine Erdbeeren vergessen. Da stehen wir an der Arbeit. Da steht die Gurke. So, jetzt mache ich
meinen Mixtopf sauber und dann war's das. So, ihr Lieben, ich gehe jetzt ins Bett, ich bin schon müde. Und dann sehen wir uns vielleicht morgen oder das nächste Mal, wenn ich einen Cocktail mache. Bis dann. Tschüss!